Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit der Frage, was wäre, wenn Scar seine Narbe nie erhalten hätte? Wenn du dich für König der Löwen oder die Garde der Löwen interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine neuen Videos zu diesen Themen mehr zu verpassen. By the way, gibt's einen neuen Community-Discord-Server. Falls ihr da noch nicht drauf sein solltet, findet ihr den Link dazu in der Videobeschreibung. So, starten wir los mit dem Video. In der Serie Die Garde der Löwen wird uns erklärt, wie Scar, der damals Askari hieß, von einer Schlange angegriffen wurde und durch dieses Schlangengift böse wurde. Außerdem erhielt er dadurch die Narbe auf seinem Auge, die wir alle kennen. Und letztendlich führte das Ganze zur Vernichtung von Scars Garde und zu den Ereignissen in König der Löwen 1, die wir alle kennen. Aber was wäre nun passiert, wenn Scar diese Narbe nie erhalten hätte? Und dazu möchte ich mir mit euch zwei Theorien anschauen, wie ich mir vorstellen könnte, dass es gelaufen wäre. Beginnen wir mit der etwas friedlicheren Theorie. Und hier gehen wir ganz normal mit der Story von Garde der Löwen, dass Scar durch diese Narbe böse geworden wäre. Dies würde nämlich bedeuten, wenn er nie von dieser Schlange angegriffen worden wäre, wäre er auch nie wirklich böse geworden. Das heißt, entweder misstraut er diesem fremden Löwen, den er dort trifft, und begleitet ihn nicht ins Schattenland, oder er besiegt ihn im Kampf, oder er trifft ihn einfach nie. Auf jeden Fall würde sein Leben im geweihten Land ganz normal weiterlaufen. Er wäre der Anführer der Garde der Löwen und sie würden gemeinsam für Recht und Ordnung im geweihten Land sorgen. Und vielleicht wäre er hier und da etwas eifersüchtig auf seinen Bruder, der ja der König des geweihten Landes ist, aber das würde nie zu einem wirklich dramatischen Konflikt führen. Er weiß, dass er eine wirklich wichtige Aufgabe im geweihten Land hat und viel Macht, die er hier auch nicht ausnutzen würde. Er würde es schaffen, eine Familie zu gründen und würde glücklich im geweihten Land leben. Den einzigen Konflikt zwischen ihm und seinem Bruder, den ich mir eventuell vorstellen könnte, würde die Hyänen betreffen. Es wurde ja in den Filmen und auch in der Serie, glaube ich, nie wirklich erklärt, wie sich Scar und die Hyänen kennenlernten. Wenn wir jetzt in der Theorie davon ausgehen, dass sie sich vielleicht aus der Kindheit schon kennen, könnte es sein, dass sie befreundet sind. Scar, beziehungsweise in dieser Theorie dann Askari, da er nie zu Scar wurde, würde das Elend der Hyänen mitbekommen und würde mit seinem Bruder reden. Er würde Mufasa bitten, den Hyänen eine Chance zu geben. Und nach vielem Hin und Her würde Mufasa ihnen diese Chance gewähren. Aber wir wissen, dass Hyänen ziemlich gefräßige Tiere sind. Dementsprechend würde ich nicht glauben, dass das lange gut gehen würde. Und jetzt beschäftigen wir uns mit zwei Theorien, wie das Ganze weitergehen könnte. In der ersten Theorie würde Mufasa einfach merken, wie tief die Hyänen in den Kreislauf des Lebens eingreifen und wie vereinzelte Herden weiterziehen. Mufasa ist gezwungen zu handeln und verbannt die Hyänen wieder aus dem geweihten Land. Hier könnte es allerdings wieder Konfliktpotenzial geben. Wir gehen jetzt einfach davon aus, dass Askari keinen Blick für das Große und Ganze hat und nicht sieht, was die Hyänen im geweihten Land anrichten. Dementsprechend würde er Mufasas Entscheidung auch nicht einsehen können. Und entweder er kommt hier zur Vernunft oder es würde darauf hinauslaufen, dass es sich abspaltet. Das heißt, sein beinahe schon blindes Mitgefühl für die Hyänen sorgt dafür, dass er sich immer weiter von seiner Garde und von den anderen Löwen abspaltet. Und irgendwann denkt er nicht mehr, dass die Hyänen das Problem sind, sondern Mufasa. Auch seine Garde beginnt langsam ihn zu hinterfragen. Und möglicherweise würde es darauf hinauslaufen, dass er sich gegen seine Garde stellt und sie vernichtet und somit auch das Gebrüll verliert. Im Gegensatz zur Serie Die Garde der Löwen würde Mufasa das Ganze mitbekommen und seinen Bruder schweren Herzens verbannen. Wie könnte diese Theorie weitergehen? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Die zweite Möglichkeit in der ersten Theorie wäre dann schon etwas brutaler. Wir gehen in dieser Möglichkeit davon aus, dass Simba schon existiert und dass Mufasa die Hyänen schon vorgewarnt hatte, dass sie sich in Zukunft zurückhalten sollen, denn sonst würde er sie wieder verbannen. Und das könnte eventuell den Zorn von vereinzelten Hyänen wecken. Und zwei dieser Hyänen würden gerade durchs geweihte Land ziehen. Während sich Hyäne Nummer 1 über Mufasa beschwert, entdecken sie Simba und Nala, die gerade irgendwo spielen. Plötzlich sieht Hyäne Nummer 1 eine Chance, Mufasa zu beweisen, wer hier das Sagen hat. Hyäne Nummer 2 allerdings ratet ihm eher von dem Plan ab und distanziert sich davon. Das beschäftigt Hyäne Nummer 1 allerdings eher wenig und er greift sie an. Und hier ist wieder eure Meinung gefragt. Glaubt ihr, dass die Hyäne es schafft, Simba zu töten, oder kommt jemand und rettet ihn gerade noch rechtzeitig? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Aber ganz egal, wie diese Szene ausgeht, am Ende würde Mufasa die Hyänen verbannen. Und er würde Askari die Schuld an dem Vorfall geben. Immerhin wollte er, dass die Hyänen ins geweihte Land kommen. Im schlimmsten Fall würde sich auch die Garde der Löwen von ihm abwenden. Und so wäre er ganz alleine, ein Außenseiter im geweihten Land. Und vielleicht würde er gerade jetzt wieder die Freundschaft zu den Hyänen suchen. Er möchte sein altes Leben im geweihten Land zurück und möglicherweise hackt er mit den Hyänen einen Plan aus, um Mufasa zu stürzen. Es würde möglicherweise auch wieder in dieser Theorie zu einem bösen Scar führen.
Kommen wir zu Theorie 2. Für diese Theorie müssen wir uns allerdings einige Dinge aus Die Garde der Löwen wegdenken. Denn ich persönlich glaube nicht, dass Scar nur wegen Gift böse wurde, sondern dass er schon vorher böse war oder zumindest eifersüchtig auf seinen Bruder. Sprich, wir gehen in dieser Theorie davon aus, dass er schon seit Kindheit an eifersüchtig war, weil sein Bruder König werden wird und er nicht. Und ob Narbe oder nicht, er wird einen Plan finden, um Mufasa zu töten. Und grundsätzlich würde die Theorie eigentlich gleich laufen wie im ersten Film von König der Löwen. Es würde sich eigentlich nichts ändern, außer die Tatsache, dass er keine Narbe hat und dass er noch Taka wie in den Comics oder Askari wie in Die Garde der Löwen heißen würde. Aber was denkt ihr? Welche Theorie ist am realistischsten? Oder habt ihr eine ganz eigene Theorie? Schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und by the way, welcher Name würde euch für Scar besser gefallen? Taka oder Askari? Schreibt mir auch das gerne in die Kommentare. Wenn ihr jetzt noch mehr über Scars Geschichte wissen wollt oder euch für ein anderes Video von mir interessiert, könnt ihr euch das hier ansehen. Bis zum nächsten Mal.